Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Und zwar mit einem neuen Lesevlog, in dem ich auch natürlich so ein bisschen andere Dinge mit hineinbringe. Zum Beispiel habe ich einen Book-Nook zusammengebaut. Ich war viel spazieren in meinem Sommerurlaub und das möchte ich euch natürlich so ein bisschen mit einflechten. Aber vorwiegend soll es um den neuen Thriller von Ivar Leon Menger gehen, und zwar Finster. Es ist sein dritter Thriller. Ich habe auch die beiden Vorgänger gelesen, bin aber schon Fan, seit er ja Monster 1983 als Hörspiel geschrieben hat und ich diese Hörspiele gehört habe. Ich fand alle drei Teile großartig und ja, war dann auch ganz erstaunt, als dann der erste Thriller von ihm angekündigt war. Und dieses Jahr waren wir bei der Leipziger Buchmesse auch auf einer Lesung von ihm, und die war auch super gemacht, und er hat auch wirklich ganz sympathisch und authentisch die Fragen beantwortet und wunderbarst vorgelesen. Und jetzt bin ich neugierig auf Finster. Ja, ich habe mir das Buch direkt am Erscheinungstag oder einen Tag später besorgt. Ich hatte es vorbestellt und habe es dann in meiner Thalia abholen können, und muss sagen, das Cover finde ich auch richtig, richtig cool. Der Thriller entführt uns ja in die 80er Jahre und ich bin ja sehr gespannt. Ja, Lesezeichen ist schon vorbereitet für den ersten Teil. Ich packe euch das Buch auf jeden Fall mal unten in die Infobox. Schaut da super gerne mal vorbei, und ich denke immer mal so ein kleines Update zwischendurch. Ich möchte natürlich da nicht zu viel irgendwie über Wendungen oder sowas erzählen, aber ich glaube, man kann schon so ein bisschen die Atmosphäre und sowas erzählen, was es dann auch im Groben geht. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr an allzu viel auf dem Klappentext erinnern. Ist schon eine Weile her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Aber, oh, hier hinten, Romy Hausmann, Ivar Leon Mengers, dritter Thriller und zum dritten Mal schlaflose Nächte für mich. Der Kerl ist wirklich eine Bereicherung für den deutschen Thrillermarkt. Ich hoffe sehr, nicht unbedingt auf die schlaflose Nacht, denn ich komme von einem Wochenende aus Berlin. Da war ich auf einem SDP-Konzert, 25-jähriges Jubiläum. Das heißt, so schlaflose Nächte wäre heute nicht ganz so gut. Ich muss ein bisschen Schlaf noch aufholen, aber ich freue mich mega drauf. Und ja, steige jetzt mal ein, lege mich noch ein bisschen auf den Balkon, genieße die Sonne und Finster. Knapp ersten 100 Seiten sind gelesen. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen verwirrt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch Absicht. Denn wir sind hier 1986 in einem, ich glaube, fiktiven Ort im Odenwald. Und dort ist ein Kind verschwunden. Und wir haben das Kind kurze Zeit begleitet und wissen dann im Grunde auch, wie es ja, verschwindet. Und dann begleiten wir den Kommissar Stahl, allerdings außer Dienst, der eben in diesen Ort kommt und da auch ein paar Fragen stellt. Denn vor einigen Jahren sind eben immer mal wieder Kinder verschwunden und die Fälle wurden nie aufgelöst. Und er trifft da auf ein paar Einwohner und ja, die erzählen auch so ein bisschen was so in dem Ort vor sich geht, dass es da eine Klinik gibt, wo man eigentlich so ein bisschen, also wir haben hier zum Beispiel auch eine Frau, die mit ihrem Alkoholproblem dahin geht, und ja, wir haben wahnsinnig viele Perspektiven. Also ich glaube, ein bisschen überfordert, weil ich noch nicht so den roten Faden erkenne. Ich noch nicht verstehe, warum ich als Leser so viele Infos bekomme, obwohl noch so wenig passiert ist. Also wir haben hier eine Perspektive vom Kommissar, das finde ich gut. Auch die Perspektive zu Beginn mit dem dann entführten Kind finde ich gut. Wir haben noch ein anderes Kind. Wir haben einen Jugendlichen. Wir hatten jetzt auch schon irgendeine Schwester. Wir haben bei der Kellnerin mit vorbeigeguckt, und das ist mir fast ein bisschen viel. Also ich muss echt sagen, ich muss wirklich immer sehr konzentriert
überlegen, so, ich lese jetzt den Abschnitt von dieser Perspektive, um zu wissen, wer ich bin, wo ich bin, wer diese Infos jetzt hat, weil ich als Leser jetzt natürlich wahnsinnig viel Vorsprung habe. Also nicht, dass da jetzt schon viel aufgeklärt wurde in den ersten 100 Seiten. Man wird natürlich auch schon so ein bisschen auf Fährten gelockt. Ich bin mir aber noch nicht sicher, dass eine dieser gesetzten, gelegten Fährten schon irgendwie die richtige ist. Ich finde es ganz spannend. Ich mag es, dass es diese kurzen, sehr dynamischen Kapitel hat. Also man kommt wirklich gut voran, was ich gut finde, weil man natürlich in diesem Lesefluss bleibt und immer so wissen möchte, wo geht es hin, wie geht es weiter. Für mich hat es aber noch zu wenig Tiefgang. Für mich ist es noch zu ungreifbar und ich muss auch sagen, tatsächlich finde ich es schade, dass man mit dem Kind nicht ein bisschen mitgeht und da so ein Gefühl bekommt für dieses Kind und auch für unseren Staat, für unseren Kommissar. Da würde ich mir einfach auch noch ein bisschen mehr tatsächlich wünschen, dass da noch mal ein bisschen mehr Charaktertiefe kommt und wir eben nicht 10 Perspektiven gleichzeitig lesen. Aber ich bin total gespannt, wo es hingeht. Sehr spannend ist so der historische Zeitpunkt, denn wir starten Anfang Mai, ich glaube am 1. Mai 1986. Und es wird dann hier auch davon gesprochen, dass wir hier diesen nuklearen Regen haben. Also Ivar Leon Menger nimmt hier auch das echt passierte Tschernobyl-Unglück mit daher und ja, nimmt das so ein bisschen auf. Es hat dann auch noch in ein, zwei Kapiteln mehr so ein bisschen ist es ein Thema im Sinne von, dass zum Beispiel im Schwimmbad das so ein bisschen kritisch ist, ob man überhaupt schwimmen darf. Und ich kann mich an Erzählungen erinnern. Ich wäre 86 in den Kindergarten gekommen und ich weiß, dass das verschoben wurde um ein halbes Jahr und mir im Grunde ein halbes Jahr Kindergarten sozusagen gefehlt hat, weil man eben all diese ganzen Gärten und Sandkasten, weil man die eben ja nochmal komplett gereinigt hat, neu aufgefüllt hat, weil man eben so große Sorge hatte um diesen Regen, den Tschernobyl gebracht hat. Und ja, das ist was, was ich immer mal so ein bisschen mir erzählt wurde. Und wenn man sich dann auch mit dieser Katastrophe beschäftigt, erfährt man eigentlich mal, wie schlimm das tatsächlich war und wie wenig damals eigentlich ja, erzählt wurde oder bekannt wurde. Und ja, also da kann ich zum Beispiel auch wirklich die Serie Tschernobyl empfehlen. Ich glaube, die gibt es auf Sky oder Wow. Das war wirklich eine großartige Miniserie, die, ich glaube, schon sehr, sehr nah an der Realität war und es daher umso beängstigender war. Aber das nur so als Exkurs drumherum, hier auf jeden Fall auch ein Serientipp. Ja, für mich geht es jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen weiter im Lesen und ich bin einfach gespannt, wo mich dieser Thriller hinbringt. Mich hat ein kleines Päckchen von der lieben Lisa vom Kanal Gedankenlabor erreicht. Ich packe euch ihren Kanal unten in die Infobox. Und die liebe Lisa hat seit, ich glaube, 3, 4 Monaten einen Etsy-Shop, den ich ebenfalls unten in der Infobox packe. Und sie hat etwas ganz Tolles hergestellt. Ich habe das bei ihr in der Story gesehen und war total neugierig und habe sie direkt gefragt, oder auch begeistert, nicht nur neugierig, auch begeistert. Und habe sie dann gefragt, ob sie nicht irgendwie mir das auch herstellen könnte. Und das hat sie ganz liebevoll verpackt. Also richtig, richtig schön. Und sie hatte zum Glück noch ein bisschen was übrig und hat mich auch am Entstehungsprozess teilhaben lassen. Ja, wo ich das euch dann vielleicht auf jeden Fall auch noch ein bisschen was einblende. Oh, ich bin total aufgeregt und jetzt ihr wahrscheinlich auch, weil ihr denkt euch, ach Steffi, was hast du denn bestellt? Was hast du denn bekommen? Und ich war so happy und ich habe ja das Bild zumindest und das Video schon gesehen und ich durfte, wie gesagt, auch ein bisschen am Entstehungsprozess teilhaben. Jetzt wird's spannend. Oh, ich bin echt total aufgeregt und super happy, dass Lisa sowas herstellt und gemacht hat. Und man kann es jetzt vielleicht, nein, man kann es noch nicht erkennen. Es ist wirklich sehr, sehr gut verpackt. Kater hat schon Spaß mit dem Karton. Lisa, mein Kater freut sich auch über die ganze Verpackung, die hier drin ist. Oh, ganz toll verpackt, was natürlich auch ja, wirklich wichtig ist. Und zwar aus Baumscheiben. Wie hat sie denn das hier reinbekommen? Oh, jetzt ist was umgefallen, aber ich glaube, das war sowieso nur beweglich. Und zwar aus Baumscheiben und eingebrannt eine Hobbit-Tür. Ich hoffe, ihr seht das ganz gut. Ja, wir haben hier eine Hobbit-Tür, ganz liebevoll gestaltet, eingebrannt, richtig, richtig schön auch beschrieben mit Sag Freund und tritt ein. Also das ist ja der Spruch für das Zwergentor im Herrn der Ringe 1-Film, kennt man das, aber natürlich auch aus den Büchern. Und hier haben wir ein wunderschönes Eukalyptusblatt. Ist richtig schön, kann man auch rausnehmen. Und sie hat hier auch Flieder oder Lavendel.
ja, Lavendel mit reingemacht. Und in dem kleinen Glas ist ja Leuchtsand. Das heißt, tatsächlich, das wird dann auch leuchten. Es sieht einfach nur bombastisch schön aus. Also richtig, richtig schön, richtig toll, was sich Lisa hier einfallen lässt. Ja, mit auch diesen Holzscheiben und dieser Einbrennung und diesen Runen. Und ich blende euch einfach mal so ein bisschen den Entstehungsprozess ein. Sie hat mir so ein paar Bilder und auch zwei, drei Videosequenzen geschickt. Und ich fand das eben richtig, richtig schön, als ich das fertige Bild gesehen hatte, das sie gepostet hat. Und war total erfreut, als sie gesagt hat, ja, sie hat noch Baumscheiben und sie hat auch noch ein bisschen Moos übrig. Und ich fand es ganz toll, wie sie es dann wirklich eingebrannt hat. Und dann hat sie das auch geölt. Und dann hat sie auch noch so ein bisschen gefragt mit dem Grün und dem Eukalyptus und allem, und ich finde, das sieht einfach toll aus. Also für einen Herrn der Ringe-Fan und ja, überhaupt ein Auenland-Hobbit-Fan, wie ich es ja bin, ne? Also mein Paradies sieht ja dann mal aus, wenn es soweit ist, wie das Auenland. Das wäre ja meine bevorzugte Gegend, in der ich wohnen würde, wenn ich denn irgendwie ja, Richtung Mittelerde ziehen könnte. Es wäre das Auenland und richtig schön. Und jetzt hat eben gerade der Hermesmann bei mir geklingelt. Juhu, es ging richtig flott, richtig schön, echte Handarbeit, richtig, richtig toll. Also wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, wie gesagt, ich packe euch den Kanal von Lisa unten in die Infobox und natürlich auch den Etsy-Shop. Sie hat mir hier auch noch so eine Karte mit beigelegt, Orca Wall Adventure. Der, Moment, mach es ein bisschen weit weg. Dare to do something, nein, dare to do things differently, sing your wild song, manifest your travel dreams, attempt the great journey with confidence, be loyal, friends and family are your treasures, be brave, you are more powerful than you know. Oh, schön. Ja, das freut mich, weil ich finde, die passt perfekt. Ich liebe alles in der Unterwasserwelt, ich liebe Orca, ich liebe Wale, neben Haien natürlich. Also, ich glaube, vielleicht sogar die Wale in der Spur eher, die Orcas als ein Wal, aber richtig schön. Ja, ich habe hier ein bisschen was gesehen. Ich bin total begeistert, total happy. Liebe Lisa, es freut mich für dich sehr, dass du etwas für mich übrig hattest sozusagen und mir das erstellt hast und ich das bei dir kaufen konnte, bestellen konnte. Und wie gesagt, guck mal im Etsy-Shop vorbei und auch auf ihren Instagram. Ich versuche alles unten zu posten, einzupflegen in die Infobox. Schau da gerne mal vorbei und es ist wirklich einfach nur ein Träumchen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und wenn ihr Lust habt auf solche schönen handgemachten Sachen, dann schaut mal bei Lisa vorbei. Also ich bin mehr als begeistert und jetzt muss ich Platz machen in meinem Herrn der Ringe-Regal. Das braucht auf jeden Fall einen Ehrenplatz. Ja, das braucht es und bekommt es auch. Auf Seite 178 angekommen, muss ich sagen, boah, dass ich jetzt wirklich gerade mal so ein Weilchen ganz schön geschluckt habe. Ich es an mancher Stelle schon sehr heftig finde und auch gar nicht, dass Brutalitäten beschrieben werden, sondern dass man eigentlich nur das Ergebnis erfährt. Lässt bei mir ja durchaus einen Film laufen, wo ich denke, ah, so viele Details, wie man dann am Ende irgendwas erkennen kann, auf Fotos, finde ich schon fast zu viel. Ich mag es mittlerweile ganz gerne, dass die Kapitel wirklich sehr dynamisch sind, sehr kurz sind, dass wir auch so ein bisschen über den Tellerrand herausschauen. Ich habe das Gefühl, dass wir vermeintliche Täter oder also vermeintlich Verdächtige auch begleiten, dass wir natürlich noch nicht so, also ich zumindest noch nicht so richtig weiß, in welche Richtung es geht, was hier jetzt sein wird. Ich habe so ein bisschen einen Verdacht, weil sich doch ein, zwei sehr verdächtig irgendwie verhalten. Und jetzt ist so gefühlt in dem Abschnitt auch noch so eine dritte Person dazugekommen. Aber es sind mir trotzdem, glaube ich, zu viele Perspektiven. Also ich glaube, so spannend es ist, in verschiedenen Köpfen drin zu sein und so diese Fährte gelegt zu bekommen, weil man ja jetzt erstmal bis zur Hälfte denkt, ja, es wird, glaube ich, jetzt so knapp die Hälfte sein, ja, so grob, dass das einen Sinn macht, dass uns gerade diese Charaktere erzählt werden, finde ich schon sehr spannend. Also ja, finde ich gut gemacht, aber ich glaube, ich würde lieber auch mal eine längere Zeit lang jemanden folgen und glaube wahrscheinlich, dass ich am Ende, und jetzt mache ich so eine Prognose, sagen werde, wie cool es war, dass wir so auf die falsche Fährte gelockt wurden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das dann so ein roter Faden wird und ein Ergebnis wird und ja. Was mir, und das möchte ich wirklich betonen, weil ich das sehr oft bemeckere,
wenn wir zwei oder drei Charaktere haben. Man spürt hier, man liest hier von der Ausdrucksweise, dass man ein anderer Charakter ist. So sprechen die Kinder, denen wir folgen, doch eine ganz andere Mundart. Erwachsene, je nach so ein bisschen nach Stand, also wenn wir den Arzt verfolgen oder den Kommissar, die klingen so ein bisschen anders, die haben auch so ein anderes Wording, wie sie sprechen. Also wir haben einen, den wir verfolgen, der so ein bisschen in Stottern kommt. Das ist so gut mit eingebaut. Auch so ein bisschen, wo der Fokus hingeht, was eben jeder so ein bisschen für sich wichtig findet. Das macht Iva Leon Menger wirklich richtig gut. Also dass man nicht so im Extremen oder zu übermäßig, aber man spürt, dass jeder so seine Sprechweise hat. Und das mag ich wirklich gerne. Bemeckere ich sonst ja öfter mal, wenn wir eben zum Beispiel zwei Charaktere, Mann, Frau, Liebesgeschichte haben, dass im Grunde der Mann sich für mich immer anhört wie die Frau, was gar nicht schlimm ist, ne? Aber ich einfach denke, Männer denken und sprechen anders und ich finde, das spürt man hier sehr gut. Dass man eben so auf Stand geguckt hat, auf den Alter, auch ob man, also im Stand im Sinne von Kommissar spricht halt anders wie eine alte Frau, die irgendwie ja nur zu Hause sitzt oder na, also ich rede mich hier im Kopf und Kragen, aber ich glaube, ihr versteht, wie ich das meine. Ich bin sehr, sehr, sehr spannend, was es so hier jetzt in die Richtung mit den Fotos auf sich hat und wie auch der Greifer jetzt so ein bisschen agiert. Ich mag, dass wir ein bisschen 80er-Jahre-Feeling haben, was so die Ravioli-Dosen angeht, Tschernobyl, dass man da so einen Eindruck bekommt, auch so ein bisschen in die Musikrichtung von Freddie Quinn über Roland Kaiser. Ich glaube, so eine Spur mehr 80er, was so ein bisschen typischer ist. Mein Freibad war auch schon ganz gut gezeichnet, aber so ein bisschen mehr 80er könnten es durchaus noch sein. Aber das ist jetzt aktuell jammern auf hohem Niveau. Also ich bin heute jetzt durch die 70 Seiten wirklich geflogen. Es ging ratzfatz und man möchte es eigentlich gar nicht weglegen. Und ich glaube, es ist ja noch früh am Nachmittagabend, dass ich da auf jeden Fall noch ein bisschen lesen werde. Aber so manches Bild ist schon sehr im Kopf und da muss ich echt schon ganz schön schlucken. Also es ist bringt mich so ein bisschen an meine Grenzen, wenn es eben eher um diese blutigen Thriller geht. Aber ich bleibe weiter dran und weiter neugierig. Der Sommer macht gerade ein wenig Pause. Ich bin mitten in meinem Urlaub. Und ja, wie man sieht, es sind irgendwie 16, 17 Grad draußen. Nachdem es jetzt wirklich eine Woche wunderschönstes Sommerwetter war, was man meiner etwas rötlichen Gesichtsfarbe ansieht, obwohl mit Sonnenschutz gearbeitet wird. Ist es dann einfach, wenn man so ein Sonnenkind ist wie ich, irgendwie gar nicht vermeidbar, wenn man dann doch einfach relativ viel draußen ist. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, denn ich möchte heute starten, eben bei dem etwas herbstlicheren Wetter mit meinem Booknook. Und zwar habe ich das zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und zwar ist ein Booknook, man sieht das glaube ich auf diesem Bild ganz gut, ist im Grunde wie eine Art Hardcover aufgebaut, in das man hineinschauen kann. Und da stellt man sich ins Regal und hat dann eben dieses Ambiente, also hier mit dem Lesestuhl und diesen verschiedenen Büchern und eben diesen ganzen Kleinigkeiten. Und das hier ist sogar beleuchtet, habe ich glaube ich über Thalia für mich selbst, also ich habe es geschenkt bekommen, habe es aber besorgt, damit man es mir schenken kann. ja, wenn Väter einen beschenken, ist das manchmal nicht ganz so einfach und dementsprechend ja, freue ich mich da jetzt drauf. Also es wird im Grunde eine Art Buch für das Buchregal, es ist sogar beleuchtet, es ist für Jugendliche ab 14 Jahre. Ich glaube, die 14-jährige Steffi hätte mit ihrem gehibbelten ADHS gar nichts irgendwie in dieser Art machen können. Ich konnte früher auch nicht groß puzzeln, da hat mir jegliche Geduld gefehlt. Wobei Lesen ja schon immer gegangen ist, aber ich schweife ab. Hat 194 Teile und hat eben auch ein LED-Licht. Das ist auch hier vorne ganz schön gezeigt. Man kann hier also einen Punkt drücken und eine Taste drücken und dann wird es an. Man braucht wohl nichts weiter irgendwie dazu, keinen Kleber, keine Werkzeuge und ich bin sehr gespannt, wie das ein bisschen aufgebaut ist. Man hat hier einen relativ umfangreichen Karton. Das packen wir jetzt einfach mal zusammen aus. Und das ist so der Blick. Das ist so der Blick in den Karton. Und ich werde jetzt, glaube ich, einfach mal anfangen und diese ganzen Einzelteile, die es hier irgendwie gibt. Dann haben wir hier noch, also das sind die Teile. Das ist sozusagen die Anleitung. Und dann haben wir hier noch so einen kleinen Schraubenzieher und irgendwie Pflanzen und noch weitere Teile und irgendwas Kleines, Rundes. Und dann hier drüben, das wird wahrscheinlich dann auch so ein bisschen die Batterie sein für das LED. Und dann, ach, das ist der Sessel.
Ah, den können wir direkt zusammenbauen. Also man erkennt hier, das ist definitiv der Sessel. Und das wird dann auch das passende Gestell unten drunter sein. Ja, das ist doch relativ einfach. Mal gucken, ob es so einfach dann auch weitergeht und an welcher Rolle der Sessel eingespielt wird. Ja, ich glaube viel mehr, nein, also viel mehr ist es gar nicht. Aber ich glaube, das Buch ist tatsächlich essentiell. Und hier hat man eben den Pack mit den verschiedenen Teilen. Ich bin sehr neugierig. Knapp 200 Teile klingt jetzt gar nicht so schwierig. Ich habe schon mal überlegt, ob man vielleicht so ein bisschen die Uhr mitlaufen lässt und dann mal sagt, wie lange man so gebraucht hat. Weiß aber natürlich nicht, ob ich das so in einem Zug fertig bekomme. Und ich nehme euch immer mal so ein bisschen zwischendurch mit und ja, bin gespannt, ob mir das gelingt, ob die Geduld reicht, ob das handwerkliche Geschick sozusagen reicht. Und ja, ich freue mich drauf, bin sehr gespannt. Und ihr könnt mir ja gerne auch schon mal verraten in den Kommentaren, ob ihr auch so ein Schmuckstück für euer Regal schon mal selbst gemacht habt. Also erzählt mir das mal gerne. Gibt es ja ganz verschiedene Designs. Und ja, da bin ich sehr gespannt auf den Austausch. Und jetzt super neugierig, ja, wie es hier weitergeht. 1:15 bin ich ja tatsächlich ein ganzes Stück weitergekommen. Und ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass ich 1 Stunde gebastelt habe. Also ich habe mir einen Timer gestellt, weil ich ja so ein bisschen schauen wollte, auf wie lange ich brauche. Und nach 1 Stunde hat meine Uhr gepiept und ich dachte, was, es ist echt schon 1 Stunde rum. Da war ich aber gerade an der Fitzel-Kringel-Arbeit und dachte mir, okay, gibst du dir noch 1/4 Stunde, bevor du ein Update machst. Ja, ich kann eigentlich schon ein bisschen was in die Kamera halten. Nämlich hier so der erste Teil ja, des Ladens steht, es ist zum Teil eine ganz schöne Fitzelarbeit. Also gerade hier mit den Blumen habe ich mir wahnsinnig schwer getan, die auch wirklich in diese Vase zu bekommen. Auch hier unten, wenn der Strom verlegt wird sozusagen. Also es ist schon gar nicht so einfach. Aber ich muss sagen, die Anleitung ist wirklich sehr gut. Also ich glaube, dass wenn man sich einfach die Ruhe nimmt, die Zeit nimmt, wirklich das ordentlich macht, bekommt man das richtig gut hin. Und ich liebe die Detailverliebtheit, die zum Beispiel auch die Buchcover haben. Hier kann man, ich hoffe, ich kann euch das ein bisschen zeigen. Man sieht hier wirklich, dass die Vorder- und Rückseiten haben, dass die den Einband korrekt haben. Also es ist wirklich toll. Hier unten kommen dann auch mal so Briefe. Also es ist wirklich der Hammer. Auch hier die Erklärungen zum Beispiel. Hier haben wir Poetry. Ja, also faszinierend. Irgendwo hatten wir auch so Schnäppchenpreise. Die sind hier auf der Seite. Also es ist wirklich ganz, ganz toll gemacht, wie detailreich das ist. Auch wenn man die Bücherregale sozusagen sieht, die eben schon, ich sage jetzt mal so, vorgezeichnet sind. Also wirklich toll. Also das ist wirklich mit sehr viel Verliebtheit. Es macht aktuell auch einen sehr logischen Eindruck vom Aufbau. Also wann man was bekleben muss, wann was in welche Reihenfolge kommt. Es wirkt ein bisschen, also es wirkt eigentlich ein bisschen chaotisch, aber jetzt, wo ich so die ersten Teile aufeinander gesteckt habe, denke ich, ah ja, vielleicht hat das doch Sinn gemacht, dass du den Aufkleber da schon drauf gemacht hast, weil jetzt wäre das zum Beispiel einfach schwieriger. Und ich finde so, nach 1:15 kann sich das Stückchen auf jeden Fall schon sehen lassen. Also hier sieht man auch von hin, dass man das Batteriefach sozusagen versteckt und hier mit dem Spiegel alles ein bisschen größer, anders wirkt. Ich finde, es hat wirklich was. Also es gefällt mir richtig gut. Bin echt sehr gespannt, wo das noch hingeht und wie das dann vielleicht wirklich am Ende dann aussieht, wenn man es so in der Hand hält. Aber ja, ist schon schön, so diese Vorstellung, dass das dann im Highlight-Regal steht und man guckt so rein, macht sich Licht an. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich bin jetzt bis Seite 16 gekommen. Es hat sich wirklich alles sehr gut ineinander fügen lassen. Also ich finde die Vorstanzungen gut. Ich finde die Erklärung wirklich gut. Ich finde es toll, dass man so kleine Selbstklebepunkte irgendwie hat. Das finde ich richtig cool, dass man manche Dinge mit so kleinen Kreuzen oder kleinen Verbindungen dann sozusagen auch markieren kann und festhalten kann. Also es macht mir bisher Spaß. Und die 1:15 ist jetzt wirklich vergangen, total verrückt und ja, ich gebe auf jeden Fall weiterhin Updates. So, ich habe jetzt nochmal 1 Stunde weiter gemacht und die Zeit, das muss man ehrlich sagen, vergeht wie im Flug. Ich habe allerdings hier so ein Plastikschränkchen und an dem bin ich jetzt gefühlt langsam wirklich am Verzweifeln. Also irgendwas will da nicht stimmen, will da nicht passen. Erst dachte ich, habe ich es irgendwo zu groß gemacht oder ist es irgendwo zu klein? Ich kann das Problem gerade nicht so richtig greifen. Ich werde jetzt mal versuchen, das noch zu lösen und hoffe, ja,
Das ist so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, was dann meiner Geduld dann doch ein bisschen fehlt. Die Holzteile, das hat alles super funktioniert und an diesen Plastikteilen irgendwie vermeintlich scheitert es. Verstehe ich tatsächlich nicht so ganz, weil bisher wirklich alles super zusammengepasst hat, alles super gehalten hat. Warum jetzt gerade dieses Plastikschränkchen, was echt süß aussieht mit den Büchern und auch diesem Buchstapeln. Also es ist schon echt, ja, fällt schon wieder auseinander. Also das hat keinen Grip, das finde ich echt schade und frage mich so ein bisschen, warum das nicht aus Holz ist. Weil das Holzige hat bisher wirklich immer super gehalten. Ich glaube, so viel weiter bin ich noch gar nicht gekommen. Ich habe hier noch ein kleines Regal gebaut und ja, auch hier. Das ist total süß. Man hat hier ja so ein bisschen so Stufen eingebaut und hier vorne steht eine Sherlock Holmes Ausgabe. Also total cool. Richtig schön gemacht, muss man echt sagen. Aber irgendwie mit diesem Plastik, da muss ich jetzt mal gucken. Und dann werde ich das jetzt mal ein bisschen aufräumen müssen. Also ich kann es natürlich nicht so in meinem Wohnzimmer stehen lassen. Also zum einen natürlich Katzen, zum anderen will man auch den Tisch für was anders verwenden. Cool wäre es natürlich, wenn man da irgendwie so ein Bastelzimmer hätte. Aber gut, ich. Ja. Von ja, wollen es ja nicht übertreiben, aber ja, ich versuche mir jetzt an diesem Plastikteil, das ist so jetzt echt, wo ich die letzte halbe Stunde dachte, warum will das nicht halten? Und ich verstehe einfach das Problem nicht. Ich habe auch nochmal alles geguckt. Ich weiß nicht, ob am Ende vielleicht irgendwie ein Kleber irgendwie helfen könnte. Ja, ich weiß nicht so richtig. Ja, bin ein bisschen ratlos und hoffe, dass ja, ich das jetzt irgendwie noch hinbekomme und dann wird es die nächsten Tage, jetzt bin ich total überbelichtet, die nächsten Tage auf jeden Fall nochmal weitergehen. Warum macht die Kamera das jetzt? Muss man nicht verstehen. Nein, eigentlich nicht. Aber gut, ja, ihr seht mich ja dann gleich wieder. 2 Tage sind vergangen und ich bin frisch geduscht nach einer wunderbaren Wanderung und sehe wahrscheinlich auch noch ein bisschen, ja, nur so leicht verwirrt aus. Und ich mache jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Ich bin ja doch beim ersten Mal doch ganz gut vorangekommen. Ich finde, man erkennt schon, in welche Richtung es hier geht. Und ich habe das jetzt die letzten 2 Tage einfach in Ruhe auf den Schreibtisch gestellt. Und ja, werde jetzt ein bisschen weitermachen, nehme euch natürlich wieder ein bisschen mit. Ich habe mit einer Freundin so ein bisschen drüber gesprochen und die hat gesagt, ob ich denn nebenbei so ein bisschen Hörbuch höre. Und ich dachte, das ist vielleicht auch für euch ganz interessant, dass tatsächlich Hörbuch hören bei mir nicht funktioniert hat, weil ich mich doch sehr auf diese Fitzelarbeit konzentriert habe und das Hörbuch dann sehr in den Hintergrund gerutscht ist, sodass ich tatsächlich entweder Musik gehört habe oder ich bin ja gerade eigentlich im House of the Dragon Fieber, guck aber auch Game of Thrones einmal wieder. Nach der ganz schlimmen 8. Staffel und der nicht so guten 7. Staffel saß oder sitzt tatsächlich der Stachel sehr tief. Und ich gucke nicht die Serie, während ich bastle, aber ich höre die Folgenbesprechung von Alper und Jonas. Ich glaube, in der 6. Staffel beginnend mit noch bei der Filmfabrik und mittlerweile ja bei Cinema Strikes Back. Und da kann ich schön zuhören, so ein bisschen mitdenken, so ein bisschen auch lachen oder auch nochmal so die Folge Revue passieren lassen, die ich gerade angeguckt habe. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Oder auch mal das ein oder andere YouTube-Video, das funktioniert ganz okay. Hörbuch. Tatsächlich eher schwierig. Also ich würde auch jetzt keine Folge von einer Serie anschauen, die ich nicht kenne, weil ich glaube, ich würde viel zu viel verpassen, weil ich hier schon sehr konzentriert am Arbeiten bin. Also leider kein Hörbuch hören, aber das geht ja zu allen anderen Zeiten auch. Und dementsprechend freue ich mich jetzt mit meinem Booknook, ja, so ein bisschen weiterzumachen und mir nebenbei ja die nächste Folgenbesprechung von ja, Alper und Jonas anzuschauen. Bevor ich mit etwas kratziger Stimme in den Tag starte, ich vermute mal, dass das irgendwie mit dem Konzert am Wochenende noch zusammenhängt, wollte ich euch noch kurz erzählen. Ja, ich bin jetzt auf knapp Seite 300. Ich habe gestern Abend noch ein bisschen weitergelesen und ich muss sagen, es ist schon ein kleiner Page-Turner. Also man möchte schon immer weiterkommen, mehr erfahren, tiefer eintauchen. Das hat Ivar Leon Menger richtig, richtig gut gemacht. Was so ein bisschen natürlich an den kürzeren Kapiteln liegt, was an den verschiedenen Perspektiven liegt, was auch daran liegt, dass der Perspektivwechsel oft von der einen Person in die andere Person ist, während die auch irgendwie miteinander was zu tun haben, ohne jetzt zu viel zu verraten. Es spitzt sich so ein bisschen zu. Es hat das Gefühl, dass ich so manchmal denke, jetzt habe ich's. Und dann denke ich aber doch, nee, vielleicht doch irgendwie wie woanders. Und ich habe so das Gefühl, es ist so ein Kollektiv an merkwürdigen Menschen, die hier in Kaltenbrunn, Kaltenbach, Katzenbrunn, irgendwie sowas war es. Ja, dass da irgendwie so ein Kollektiv unterwegs ist und jeder einfach einen Knall hat und es schon ja, einen Grund dafür gibt, dass diese Stadt, dieses Dorf im Grunde so ein bisschen verflucht ist. Ich finde wirklich,
dass der Spannungsaufbau mal ein bisschen anders ist, gut gemacht ist. Es ist nicht zu drüber, wenn auch an mancher Stelle tatsächlich schon so diese Brutalität oder dieses, ja, so spürbar ist, ne? Also, dass hier wirklich jemand im Grunde über Leichen geht und ja, da einfach. Ja, und man merkt eben auch, dass andere Menschen irgendwie Leichen im Keller haben, also irgendwas Merkwürdiges in ihrem Leben passiert ist, was sie dazu gebracht hat, eben einfach nicht nett zu sein, merkwürdig zu sein, andere zu hassen oder ja, da einfach so nicht immer alles so rund läuft. Ist natürlich fast ein bisschen zu viel, dass die alle an diesem einen Ort irgendwie wohnen, aber. Na, es könnte ja auch eine Erklärung sein, dass eben genau der Ort irgendwie der Grund dafür ist. Ja, ich bin gespannt, wie es sich jetzt auflöst. Es sind ja jetzt, glaube ich, nur noch knapp 80 Seiten. Und dann nähern wir uns dem Ende und dem finalen Fazit. Also bisher richtig, richtig gut. Und ich bin echt gespannt, wo das hinläuft, ob wir auf sehr falsche Fährten gelenkt wurden oder ob doch irgendwie ein oder zwei oder zumindest eine meiner drei Vermutungen richtig ist. Und es macht tatsächlich schon Spaß, bei einem Thriller so eintauchen zu können, ein bisschen mitfiebern auch zu können, ein bisschen dabei zu sein, das Gefühl zu haben, man löst auch den Fall ein bisschen mit. Und das hat Iva Liamenga wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja, finde ich tatsächlich richtig gut und bin super, super neugierig, was mich jetzt noch erwartet. So, nach einer knappen halben Stunde ist mir ein Licht aufgegangen. Also es war eine ganz schöne Fitzelarbeit, diese Kabel hier unten zu verbinden. Ich bin technisch nicht sehr begabt, aber das Licht leuchtet und mit einem Touch kriegt man es aus. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen. Licht an und aus und man drückt hier unten, ist eingezeichnet. Ich denke mal, da wird es dann auch noch eine Markierung geben und es funktioniert. Also es ist faszinierend. Batterien rein, Kabel verbunden, auch alles hier mit so Klebeband gesichert. Ich meine, gut, jetzt ist es nur eine Batterie und kein Strom. An den echten Strom würde ich mich nicht trauen. Aber ich finde, es wird, ne? Also, jetzt geht es noch ein Stückchen weiter. Ich habe noch ein bisschen Zeit und ich finde das total ein Erfolgserlebnis, dass jetzt hier das Licht angegangen ist. Ich weiß nicht, wie ihr das vielleicht findet, aber mich freut das wirklich sehr. Finish! Ja, nach knapp 4 Stunden und 15 zusammengezählt ist mein Shakespeare Book Nook tatsächlich fertig. Und es ist schon wirklich ein Träumchen. Also ich muss wirklich sagen, diese feinen kleinen Details, das ist wirklich der Hammer. Auch das Buch, was auf diesem coolen Sessel steht, den Sessel, den man reinstellt. Man kann hier auch wunderbar die Beleuchtung anmachen. Jetzt glaube ich, sieht man es ganz gut, wenn das Licht angeht. Also es ist schon echt der Hammer. Also 4 Stunden 15, ich muss sagen, ich glaube, das Fitzeligste war tatsächlich der Strom und dieses eine Plastikteil, das mich ja wirklich fast zum Verstand gebracht hat, wo ich zweimal nachgeguckt habe, ob ich das alles richtig gemacht habe. Ich finde, es sieht wirklich schön aus. Also ich finde, das ist wirklich Liebe zum Detail, die Bücher und das ist wirklich der Hammer. Also die einzelnen Cover, die Kaffeetasse, ich bin hier wirklich ein großer, großer Fan. Das ist total süß. Ich glaube, so kann ich es gar nicht mehr einfangen. Vielleicht drehe ich es euch am Ende einfach nochmal ab, indem ich in die Nähe gehe. Hier oben hat man sogar nochmal so ein offenes Fenster, also dass sogar im Dunkeln sozusagen Beleuchtung käme, insofern denn nicht das Bücherregal drumherum ist. Also ich finde das wirklich toll. Also es sieht dem hier sozusagen sehr, sehr, sehr ähnlich. Es sind in der Anleitung auch noch ein paar andere Ideen drin, die es eben von diesem Book Nook und Wonderland gibt. Also richtig schöne Varianten, die es hier noch gibt. Es ist ja dann auch erklärt, wie man zukünftig dann auch die Batterie auswechseln kann, die sich ja hier hinten drin verbirgt. Das heißt, das wird relativ unproblematisch gehen, aber ich finde es einfach mega. Also richtig, richtig toll. Es ist sehr filigran. Es ist einfach so Liebe zum Detail. Das finde ich richtig, richtig schön. Ich muss hier, glaube ich, meinen Sessel noch mal ein bisschen drapieren, aber richtig cool. Es sind ein paar Teile übrig geblieben, so ein paar selbstklebende Pads. Ich habe hier auch noch irgendwie zwei Bücher, die übrig sind. Ich habe jetzt aber auch geguckt, ich habe kein Buchcover mehr. Das heißt, ich habe die zumindest schon richtig verbraucht. Aber vielleicht hat sich es auch manchmal so ausgegangen im Sinne von, na, also auch hier ist so ein kleines Schräubchen noch übrig. Ein bisschen Grün ist noch übrig. Es war ein kleiner Schraubenzieher dabei und ich glaube, den sollte man auch aufheben. Das ist der für das Batterienfach. Ja, 4 Stunden 15. Es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Also bis auf die Fitzelarbeit.
Mit diesem Regal und hinten dem Strom. Aber ich glaube, es war nicht das letzte Bucknook. Ich finde noch richtig schön, tatsächlich natürlich Time Travel, also so ein bisschen den Zug, ja, Gleis 9, 3 Viertel entsprechend. Finde ich natürlich cool, auch das Magic House, was natürlich ein bisschen auch an ja, die Winkelgasse erinnern soll. Und also ich finde sie eigentlich alle wunderschön. Auch das Gartenhaus finde ich richtig, richtig cool. Ja, also das finde ich schon richtig schön. Also es wird ja auch, wie gesagt, nochmal erklärt, wie man das Strom dann danach folgend sozusagen auswechseln kann. Also das macht man hier unten hat man so ein Schubfach, das kann man, jetzt fällt der Sessel runter. Hier unten ist so ein Schubfach, das kann man dann aufmachen und dann kommt man da viel, viel leichter ran. Jetzt ist mir mein Sessel kaputt gegangen, was aber nicht schlimm ist. Und das Buch, Gott sei Dank, ist natürlich aufgeschlagen, liegen geblieben. Ja, sollte hier ein bisschen Vorsicht walten lassen. Aber es ist schon, also ich finde es echt gelungen. Also mir gefällt es mega gut. Freue ich mich sehr über dieses Geschenk, was jetzt endlich fertig ist sozusagen. Und ich werde euch jetzt noch eine kleine Nahaufnahme machen und das ein bisschen mit Musik unterlegen. Und dann genießt diesen Anblick. Und ja, ich kann das wirklich nur sehr empfehlen. Für 2 Abende absolut ausfüllend und richtig, richtig schön. Also auch diese wirkliche Liebe zum Detail. Es ist einfach cool. Ich zeige euch das jetzt und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß innerhalb dieses Vlogs mit diesem Booknook und ja, hattet da ein bisschen Spaß dran. Wo wir ihn, ich glaube, auch angefangen haben. Ja, ich habe Finster, ja, beendet und muss sagen, das war schon cool gemacht. Also am Ende hat man wirklich das Gefühl, es war durchdacht. Es gab rote Fäden, die am Ende zu einer sehr gelungenen Auflösung gekommen sind. Und ja, ein, zwei Dinge waren vielleicht schon drüber und auch ein bisschen, oh, ja, nicht ganz so realistisch, aber nichtsdestotrotz fand ich es wirklich gut gemacht. Und ich würde wirklich sagen, dass ich hier ein kleines Highlight mit vielleicht so wirklich ein, zwei kleinen Kritikpunkten in Händen halte, weil ich den Thriller wirklich gut gemacht fand. Ich mochte, wie die Auflösung aufgearbeitet wurde, wie das Ende geschrieben war, wie man wirklich auch ein Ende bekommt und ich das wirklich toll fand. Ich mochte, wie dann doch alles so ineinander gespielt hat. Ich möchte nicht zu viel verraten, zu viel ineinander gespielt hat, wie zusammengearbeitet wurde und wie auch so die Idee kam und wie auch tatsächlich die Lösung war, wie der Greifer das gemacht hat, wie das alles zusammengeführt hat. Und ich fand das richtig gut. Ich fand das richtig, richtig gut gemacht. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es einfach eine Spur zu viele Perspektiven war. Ja, hat natürlich insofern Sinn gemacht, dass man die Charaktere einfach kennengelernt hat und bei ihnen war. Aber trotzdem war es mir manchmal doch ein bisschen viel, wo ich dachte, ach, so eine, ich wüsste jetzt auch nicht, welche Perspektive ich streichen würde. Na, das ist schon schwierig. Aber ich glaube, das hätte man vielleicht auch ein bisschen anders lösen können mit Dialogen, mit den Charakteren oder wie auch immer. Aber es war schon gut. Also es war richtig gut. Es hat echt Spaß gemacht, ihn zu lesen. Ich finde die Auflösung großartig, die Idee toll. Ein bisschen mehr 80er-Jahre-Feeling hätte es wahrscheinlich sein dürfen. Aber ich glaube, das ist in einem Buch schwer. Das funktioniert, ich glaube, so in Serien, Filmen schon besser, eine Zeit einzufangen. Ich mochte aber schon sehr, wie wir. Oh, Katze, hier hinten. Ich mochte es schon sehr, wenn die Einflüsse kamen. Von Freibädern, von Tschernobyl, von der nicht vorhandenen Technik, wo man ja sagt: Mensch, greif doch zum Handy. Nein, gibt es natürlich nicht. Das ist schon cool gemacht, dass wir so eine einfache Zeit haben und es zeigt so ein bisschen, dass doch, glaube ich, sehr viele von uns sich manchmal diese einfache Zeit zurückwünschen, wo man nicht 24 Stunden erreichbar war, wo man ja einfach ein Telefon an der Wand hatte und ja, nicht alles einfach heute schwipp und morgen war es irgendwie da. Aber gut,
Ja, Iva Leon Menger, ein kleines Thriller-Highlight für mich. Wer hätte das gedacht? Ich muss sagen, ja, ich hatte hohe Ansprüche, gerade weil ich halt einfach die Monster 1983-Reihe so feiere. Aber dadurch, dass ich ja einen Thriller von ihm abgebrochen habe und letztes Jahr, der war aber schon gut. Also als das Böse kam, war für mich ja nicht ganz so, aber Angst, hier hinten sind sie auch nochmal drin, kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Und ich muss sagen, man merkt hier eine Entwicklung und ich glaube, beim nächsten Thriller, da sind dann die vollen 100 Punkte drin und nicht nur 98. Ja, ich bin gespannt, ob ihr zu dem Thriller vielleicht auch schon gegriffen habt, ob ihr es vorhabt und schreibt mir das super gerne in die Kommentare, ob euch ja so 80er-Jahres-Thriller auch interessieren, ob ihr die Zeit mögt, ob ihr selbst in der Zeit ja dann im Grunde schon irgendwie so ein paar Erinnerungen daran habt, würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ich hoffe jetzt, dass euch der Vlog gefallen hat mit den etwas gemischten Themen. Ja, ich würde mich auf jeden Fall über Kommentare freuen, was ihr euch vielleicht zukünftig wünscht oder ja, ob es zu viel Buch war, zu wenig Buch, zu viel drumherum, was auch immer, lasst uns gerne in den Kommentaren in den Austausch gehen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.